بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen inshallah weiter mit unserer Serie Hanbali Fiqh Teil 3. Wir sind immer noch bei dem Kapitel Tahara, im Unterkapitel Mir, das heißt die Wassersorten, Wasserarten. Weil wir müssen wissen, mit welchem Wasser man die Gebetswaschung die beispielsweise durchführen darf. Die 10. Frage des Kapitels wäre, wie ist das Wasser zu beurteilen, wenn es durch etwas verändert wurde, was sich nicht mit dem Wasser mischt? Das Wasser kann verändert werden durch Sachen, die sich mit dem Wasser vermischen, oder verändert werden durch Sachen, die sich nicht mit dem Wasser mischen. Ja? Dass zum Beispiel eine bestimmte Substanz reinfällt, der Geruch verändert das Wasser vom Geruch her, aber es vermischt sich eigentlich nicht mit dem Wasser. In der hanbalitischen Rechtschule ist Makruh, also verpönt, mit derartigem Wasser die Gebetswaschung, auf Arabisch Al-Wudu, auf Türkisch Abdest, oder die Ganzkörperwaschung, Russen zu verrichten, obwohl diese rituellen Waschungen mit diesem Wasser gültig sind. Das heißt, wenn man das macht mit einem Wasser, was sich durch etwas verändert hat, was sich nicht mit dem Wasser vermischt, ist das Makruh, ja, also verpönt, aber die Gebetswaschung ist gültig. Die Hanbaliten betrachten es jedoch als Makruh, weil einige Gelehrte dieses Wasser als rein ansehen, ohne dabei reinigend zu sein. Daher. Wir haben gesagt, es gibt Wasser, was Tahur ist, rein und reinigend. Und Wasser, was rein ist in sich selber, aber nicht reinigend, das nennt sich Tahir. Und dann gibt es Wasser, was Najis ist, unrein und verunreinigend. Also einige Gelehrte betrachten dieses Wasser als Tahir, rein, aber nicht reinigend. Wie zum Beispiel Kaffee, ja, ist eine Substanz, die rein ist, die ist Tahir, rein, aber nicht reinigend. Das heißt, ich kann nicht mit Wasser, mit Kaffee, die Gebetswaschung machen, beispielsweise. Hier, wie zum Beispiel Kaffee. Kaffee ist zwar rein, aber nicht reinigend. Wäre Kaffee unrein, so dürfte man ihn nicht trinken. Obwohl, also, das heißt, der Beweis dafür, dass Kaffee als rein gilt, ist, dass man es trinken darf. Limonade ist rein, der Beweis dafür ist, dass man es trinken darf, weil unreine Substanzen dürfte man beispielsweise nicht trinken. Von denen soll man sich allgemein fernhalten. Kaffee ist, wäre Kaffee unrein, so dürfte man ihn nicht trinken, obwohl er rein ist. Obwohl er rein ist, also teuer ist, kann man dennoch keine rituelle Gebetswaschung damit verrichten. Ein Beispiel für diese Art von Wasser wäre ein Wasserbehälter, in den eine Parfümart hineinfällt, die den Geruch des Wassers verändert, ohne sich mit ihm zu vermischen. Also ein Beispiel für die Art des Wassers, was Makruh ist, weil es von einer Substanz verändert, wo die es nicht vermischt wäre. Nochmal, ich habe einen Behälter Wasser, da fällt etwas Parfüm rein, zum Beispiel, es gibt manchmal wie zum Beispiel eine Art Misk, und das vermischt sich nicht mit dem Wasser. Oder ich habe ein Öl, was sich nicht mit dem Wasser vermischt, sondern was getrennt bleibt von dem Wasser, aber der Geruch wirkt sich auf den Rest des Wassers aus. Diese Art des Wassers, ja, ist zwar leicht verändert, aber es hat sich nicht mit der Substanz, die rein ist, vermischt. Das gilt als Makruh, verpönt. So. Und das ist diese Regel, die oft angewandt wird, dass etwas als verpönt gilt, wenn es in bestimmten Sachen zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten gibt. Und hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, weil einige Gelehrte dieses Wasser schon als nicht reinigend betrachten. Aber wie gesagt, in der hanbalitischen Rechtsschule gilt dieses Wasser als rein und reinigend, aber Makruh. 11. Frage. Wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches mit Meersalz vermischt wurde und sich dadurch in seinem ursprünglichen Geschmack verändert hat? Ich habe zum Beispiel Wasser, ein Behälter Wasser, und ich nehme jetzt Meersalz und tue das Meersalz in diesen Behälter Wasser rein. Und jetzt verändert sich der Geschmack, ja. Das Wasser ist plötzlich Salzwasser. Das war eben noch Süßwasser und jetzt ist es Salzwasser. Schmeckt salzig. Aber ich habe das mit Meerwasser vermischt. Mit Meersalz vermischt. Nicht mit einem anderen Salz. Dieses Wasser gilt auch als rein, reinigend, aber Makruh, verpönt. Warum wieder? Weil einige Gelehrte das als untor hier, rein in sich selber, aber nicht als reinigend betrachten.
So, hier. Es gilt als rein und reinigend, darf also für den rituellen Gebetswaschung genutzt werden. Jedoch gilt es als Makruh, da einige Lehrte der Meinung sind, dass man mit diesem Wasser keine Gebetswaschung durchführen könne. 11. Frage. Wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches durch Salz verändert wurde, welches nicht aus dem Meer stammt? Denn es gibt nicht nur Meersalz, sondern es gibt auch Salz, das nicht aus dem Meer stammt. Hier. Es gilt als rein, aber nicht als reinigend, also als Tahir. Wir haben nochmal, ich will das immer wieder wiederholen, die Begriffe, damit die sich einbringen. Wir haben Tahur, rein und reinigend, also rein in sich selber und reinigend für andere Dinge. Ja? Und wir haben Tahir, rein in sich selber, aber nicht reinigend. Das heißt, wenn ich Wasser nehme, was nicht aus dem Meer stammt, und vermische das mit dem Behälter, im Behälter Wasser, ist dieses Wasser nicht mehr geeignet, um die Gebetswaschung zu machen. Was ist der Unterschied? Wie kommen die Gelehrten darauf? Sie sagen, weil das Meersalz ursprünglich ein Bestandteil von Wasser ist. Deswegen zum Wasser gehört, im Gegensatz zu Wasser, was nicht aus dem Meer stammt. Das ist die Meinung der Hanbaliten dazu. Okay? Wie beurteilt die Hanbaliten, 12. Frage, wie beurteilt die hanbalitische Rechtsschule Wasser, welches durch eine unreine Substanz aufgeheizt wurde? Beispiel. Man benutzt getrockneten Kot eines unreinen Tieres, um ein Feuer zu entzünden, ja? Auf dem ein Wassertopf steht, der erwärmt werden soll, um mit dem Wasser die rituelle Gebetswaschung zu verrichten. Ja? Nochmal, ich will da ein Bild von machen. So, ich habe hier einen Kochtopf und ich nehme jetzt eine unreine Substanz. Ich habe zum Beispiel getrockneten Kot vom Hund und ich brenne den an. Und mit diesem, jetzt hitze ich das Wasser auf. Das Wasser wird heiß durch das Verbrennen mit der unreinen Substanz. Dieses Wasser gilt als Makruh verpönt, mit dem Wasser die Gebetswaschung zu verrichten, da die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in den Wasserbehälter hineinfällt. Okay? Das heißt, dieses Wasser, nehmen wir mal, ich habe jetzt eine unreine Substanz, ich brenne das jetzt an, dieses Wasser ist jetzt warm geworden. Durch das Aufhitzen mit der unreinen Substanz, dieses Wasser gilt als verpönt, als Makruh, aber ist rein und reinigt. Das heißt, ich kann die Gebetswaschung damit machen. Aber es gilt als Makruh, weil die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in das Wasser hineinfällt. Es gilt nicht mehr als Makruh, wenn ich auf dem Behälter einen Deckel mache. Weil dann, was ist? Dann besteht keine Gefahr mehr, dass die unreine Substanz reinfällt. Ich lese das nochmal vor. Es gilt als Makruh, mit diesem Wasser die Gebetswaschung zu verrichten, da die Gefahr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in den Wasserbehälter hineinfällt. Sollte der Wasserbehälter jedoch abgedeckt sein, so gilt das Wasser nicht mehr als Makruh, wenn man damit die Gebetswaschung erledigen will. Drittens, beziehungsweise 13. Wie beurteilt die Hanbaliten Wasser, das sich durch langes Verweilen verändert hat? Was heißt das langes Verweilen? Beispiel. Wasser befindet sich im Lederbehälter eines Beduinen, der auf diese Weise Wasser auf einer Reise durch die Wüste mitnimmt. Ja, ihr kennt diese Lederbehälter. Ein Beduine nimmt da Wasser mit. Ja. Nach einigen Tagen verändert sich der Geruch, der Geschmack oder die Farbe des Wassers etwas, ein bisschen, durch die Berührung mit dem Leder. Das heißt, das Wasser ist nicht mehr so 100%, wie es am Anfang war. Das heißt, es hat sich leicht verändert. Der Geruch, der Geschmack, die Farbe. Es hat sich leicht verändert. Was ist mit diesem Wasser? Dieses Wasser gilt als Tahur. Also rein und reinigend. Das heißt, ich kann es trinken und ich kann es auch zum Wudu machen, zum Gebetswaschen machen, Abdest machen, benutzen. Man kann es also sowohl trinken als auch für die rituelle Gebetswaschung verwenden. Der Beweis hierfür liegt in Umumul Belwa. Umumul Belwa, das bedeutet, eine Sache war zur Zeit des Propheten gang und gäbe. Also wurde ständig praktiziert und es wurde nicht vom Propheten kommentiert. Ja? Das heißt, zur damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass die Menschen in Lederbehältern Wasser hatten. Und es ist gang und gäbe, dass dieses Wasser sich etwas verändert durch langes Stehen. Und hier sagen die Gelehrten, da nichts davon überliefert wurde, von 1000 Hadithen, dass der Prophet etwas gesagt hat, dieses Wasser dürft ihr aber nicht benutzen, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Art von Wasser erlaubt ist. In diesem Fall muss es erlaubt sein, da es unmöglich ist, dass sich etwas ständig um den Propheten
sallallahu alaihi wasallam eignete, was verboten ist, und er dies nicht unterband. Das ist eine wichtige Regel, um den Islam richtig zu verstehen. Das wird zum Beispiel sagen, etwas wurde ständig praktiziert zur Zeit des Propheten. Es gibt keine Überlieferung vom Propheten alaihi sallam, obwohl wir tausend Überlieferungen haben, die es verbietet. Also zeigt das was, dass diese Sache nicht verboten sein kann. Warum? Weil es sonst die Pflicht des Propheten gewesen wäre, das zu unterbinden. So, zur Zeit des Gesandten war es typisch, dass Wasser in Lederbehältern mitgeführt wurde. Es ist allgemein bekannt, dass Lederbehälter das in ihnen transportierte Wasser bei längerem Verweilen des Wassers ein wenig verändern. Es gibt keinen einzigen Hadith, wo gesagt wird, man solle Wasser, welches in diesen Behältern transportiert wurde, vor der Verwendung zunächst untersuchen, ob es eine Eigenschaft wie Geruch, Geschmack oder Farbe verändert hat. Dies beweist, dass dieses Wasser uneingeschränkt verwendet werden kann. Wäre dem nicht so, wäre unser Prophet der Erste gewesen, sallallahu alaihi wasallam, der die Benutzung eingeschränkt hätte. Die Benutzung dieses Wassers bei der rituellen Reinigung ist nicht verpönt, da es hierin keine Meinungsverschiedenheit gibt. Ja? Also es gibt auch diesbezüglich keine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten. Das ist eine allgemein bekannte Sache. Hier möchte ich auch etwas aufmerksam machen, weil es gibt leider im deutschsprachigen Raum einen Prediger, der behauptet, dass es bei den Hanbaliten kein Ijma gäbe. Das ist falsch, das stimmt nicht. Sondern die Hanbaliten sind strenger in Ausruf des Ijmas wie andere Gelehrte. Sie beziehen das beispielsweise auf die Zeit des Propheten, auf die Zeit der Sahaba, radiallahu anhu. Okay? So. 14. Wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches in seinen Eigenschaften Farbe, Geruch oder Geschmack, das sind die Eigenschaften des Wassers, die sie fährt, durch eine reine Substanz, wie zum Beispiel Blätter, Algen etc., also und so weiter, verändert wurde, wobei es Schwierigkeiten bereitet, die reine Substanz daran zu hindern, ins Wasser zu gelangen. Beispiel. Ein Baum steht über einem Teich im Garten. Die Blätter des Baumes fallen im Herbst in den Teich und verändern den Geschmack des Wassers. Das ist schwer, die Blätter davon daran zu hindern, nicht in den Teich zu fallen. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja? Diese Art von Wasser ist rein und reinigend. Also Tahur. Es kann also ganz unbedenklich für die rituelle Waschung verwendet werden. Die Verwendung gilt nicht als verpönt. Makruh. Dies jedoch nur unter der Bedingung, dass es etwas Schwierigkeiten bereitet, diese Blätter oder andere reine Substanzen vom Gelangen ins Wasser zu hindern. Würde man, ja, das heißt, es ist die Bedingung, dass das rein ist, dieses Wasser, und reinigend ist, dass es Schwierigkeiten bereitet, dass die Blätter daran zu hindern. Man müsste beispielsweise ein Netz spannen, etc. oder was auch immer. Jetzt würde man beispielsweise absichtlich mit einer Ladung von Blättern kommen und diese ins Wasser befördern, sodass sich Farbe, Geruch oder Geschmack des Wassers verändert, so würde dieses Wasser nicht mehr zur rituellen Reinigung taugen. Nochmal. Wir haben einmal das Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel Blätter. Wir haben einen Baum über einem Teich oder einen Baum, Bäume um einen Teich herum und die Blätter fallen im Herbst dort rein. Es bereitet Schwierigkeiten, die Blätter daran zu hindern. Ich müsste ein Netz spannen oder was auch immer. Es ist schwierig. In diesem Fall ist das Wasser rein und reinigend. Würde ich jedoch hingehen, ich habe einen Teich im Garten, da stehen keine Bäume drum. Ich komme mit einer Schubkarre, wo Blätter drin sind, ich tue die in das Wasser rein, wodurch sich Farbe, Geruch oder Geschmack verändern. Dann ist dieses Wasser Tahir, rein und nicht mehr reinigend. Ich kann kein Wudu mehr damit machen. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Alhamdulillah. So, wie beurteilen die Hanbaliten das Wasser, welches sich durch tote Tierkadaver verändert, die sich neben der Wasserstelle befinden? Also nicht tote Tierkadaver, die im Wasser drin sind, sondern die neben der Wasserstelle sind. Ich habe zum Beispiel 100 tote Schafe neben einem Teich liegen. Ja? Das Wasser gilt als rein und reinigend, solange sich die Kadaver nicht direkt mit dem Wasser vermischen, sondern beispielsweise nur, wenn durch den Wind der Geruch der Kadaver zur Wasserstelle getragen wird und dieser den Geruch des Wassers verändert. Okay?
Das heißt, es ist rein und rein wird. So. So. 16. Frage. Wie ist es in der hanbalischen Rechnung mit Wasser, welches durch Sonneneinstrahlung erwärmt wurde? Dieses Wasser gilt als rein und reinigend. Es gibt einige, die sich auf schwache Hadisse beziehen, ja, dass das bestimmte Krankheiten erzeugen würde, das ist unauthentisch. Im hanbalischen Madhab, wie gesagt, gilt als rein und reinigend. 17. Wie beurteilen die Hanbaliten Wasser, welches mit einer reinen Substanz, wie zum Beispiel Holz, erhitzt wurde? Eben hatten wir das Beispiel, wenn Wasser durch eine unreine Substanz erhitzt wurde, da haben wir gesagt, das ist Makruh. Es sei denn, es gibt einen Deckel darüber, dann ist das nicht mehr Makruh, weil dann keine Gefahr mehr besteht, dass etwas von der unreinen Substanz in das Wasser hineingelangt. Jetzt haben wir eine reine Substanz. Holz ist rein. Es gilt als rein und reinigend, also Tahur. Es ist nicht verpönt, also Makruh, damit die rituellen Waschungen zu verrichten. Es ist allerdings verpönt, mit sehr heißem Wasser rituelle Gebetswaschungen zu verrichten. Also Makruh ist es, mit sehr heißem Wasser die rituelle Gebetswaschung zu verrichten. 18. Frage. Was sagt die hanbalitische Rechtsschule zu Wasser, welches schon benutzt wurde, um eine rituelle Gebetswaschung zu verrichten? Das Wasser, erstens, das Wasser, das als Rest im Wasserbehälter übrig bleibt, kann bedenkenlos zur rituellen Gebetswaschung benutzt werden. Würde man, also wir reden jetzt hier vom benutzten Wasser. Das benutzte Wasser ist das, was vom Arm runtertropft. Nicht das, was im Behälter bleibt. Okay, das muss man wissen. Ja? Würde man jedoch die Tropfen aufsammeln, die von den gewaschenen Körperpartien heruntertropfen, so dürfte man mit diesem benutzten Wasser, Ma Mustamel, keine rituellen Gebetswaschungen durchführen. Wasser, welches schon für eine rituelle Gebetswaschung benutzt wurde, gilt als Tahir. Also rein als Substanz, aber nicht reinigend. Das heißt, würde ich, da sieht man, wie genau die Gelehrten sind, Wasser aufsammeln, was runtergetropft wurde, ist, dann dürfte ich das nicht mehr benutzen, um damit eine Reinigung durchzuführen. Ne? Weil früher war das in der Wüste, wo wenig Wasser da war, war so etwas gefragt. Und deswegen sieht man auch, dass das schön in den Madhabs, wie genau die auf bestimmte Dinge eingehen. Ja? Beispiel, jemand hat um 13 Uhr die rituelle Gebetswaschung verrichtet, nachdem er auf Toilette war. Die Gebetswaschung war für ihn verpflichtet. So, dies gilt allerdings nur, wenn das Wasser für eine verpflichtende Reinigung benutzt wurde und nicht für Wasser, welches für eine erwünschte rituelle Gebetswaschung benutzt wurde. Das heißt, wenn ich benutztes Wasser von einer Pflichtgebetswaschung benutze, das heißt, ich habe Wudu verloren, dieses Wasser ist Ma Mustamel und nicht mehr zu benutzen für Wudu. Es ist reinigend. Es ist nicht reinigend, es ist nur rein. Nehme ich aber Wasser von jemandem, es ist zum Beispiel Sunnah, vor jedem Gebet Wudu zu machen, selbst wenn man die Gebetswaschung abdes nicht verloren hat. Zum Beispiel, ich habe Dur gebetet mit einer Gebetswaschung. Ich habe kurz vor dem Dur-Gebet, vor dem Mittagsgebet, eine Gebetswaschung gemacht. So. Bis zum Nachmittagsgebet war ich weder auf Toilette, noch habe ich Luft abgelassen, noch irgendetwas anderes. Ich muss jetzt kein Wudu machen, keine Gebetswaschung, kein Abdest durchführen. Aber jetzt nochmal Abdest vor dem Gebet durchzuführen, Wudu vor dem Gebet durchzuführen, die rituelle Gebetswaschung zu verrichten, ist Sunnah. Es ist gut, es ist eine gute Tat. Wenn ich dieses Wasser nun, was ich von einer Sunnah-Gebetswaschung benutze, aufsammle, dann ist es Makruh, hiermit die Gebetswaschung durchzuführen. Ja, hier. Gut. Anders verhält es sich bei freiwilliger ritueller Gebetswaschung. Das Wasser, welches für eine freiwillige, nicht verpflichtende Gebetswaschung benutzt wurde, also von den gewaschenen Körperpartien heruntertropft, darf für eine erneut rituelle Gebetswaschung benutzt werden. Beispiel dieselbe Person, die nach dem Verrichten der Notruf um 13.30 Uhr ja, die Gebetswaschung ab des Wudu durchgeführt hat, um das Mittagsgebet zu verrichten, verliert seinen Zustand der rituellen Reinigung, in Klammern ab des Wudu, bis zum Nachmittagsgebet nicht. Kurz vor seinem Verrichten des Nachmittagsgebet erneuert er sein Wudu.
Er führt die rituelle Gebetswaschung nochmal durch, obwohl er dies eigentlich nicht muss, da er nach seiner Gebetswaschung um 13.30 Uhr weder auf Toilette war, noch eine andere Sache eingetreten ist, die es ihm zur Pflicht gemacht hätte, die rituelle Gebetswaschung zu wiederholen, zum Beispiel Tiefschlaf, Luftklassen und so weiter. Jesus Sunna erwünscht vor jedem Gebet, die Gebetswaschung durchzuführen, selbst wenn es nicht verpflichtend geworden ist durch etwas, was sie verpflichtend macht, wie Urinieren, Stuhlgang etc. Würde man nun die Tropfen aufsammeln, also die Tropfen von diesem Sunna, die Gebetswaschung, die von seinem gewaschenen Körper die runtertropfen, so könnte man dieses Wasser im Gegensatz zu den Tropfen bei der verpflichtenden Gebetswaschung benutzen, um eine erneute Gebetswaschung vorzunehmen. Genauso verhält sich bei den Tropfen, die bei einem und derselben Gebetswaschung bei der zweiten oder dritten Waschung der einen und derselben Körperpartie heruntertropfen, dann nur die erste Waschung eine Körperpartie verpflichtend ist. Dieses Urteil basiert auf einem Analogieschluss zur Freilassung von Sklaven, so wie der Sklave nur einmal befreit wird, so kann man auch mit dem Wasser nur einmal Wudu machen. Nochmal. Es ist Pflicht, jede Körperpartie einmal zu waschen. Es ist Sunna, zwei oder dreimal zu waschen. So. Nehmen wir mal an, ich wasche den Arm das erste Mal. Okay? Die Tropfen, die jetzt hier runter tropfen, die kann ich nicht benutzen für eine Gebetswaschung. Bei der zweiten Waschung des Armes, aber was jetzt runter tropft, kann ich benutzen für eine Gebetswaschung. Wenn ich das Wasser aufsammeln würde, könnte ich das, wie ich schon gesagt habe, für eine neue Gebetswaschung benutzen. Ja? 19. Wie viel Liter sind Kulatein, Mut und Sa'? Nach Al-Halaq in Al-Maqadi Shar'i Al-Mu'asira entsprechen Kulatein ca. 200 Liter, ein Mut 0,544 Liter und ein Sa' 2,176 Liter. Das kann man sich zum Beispiel aufschreiben, damit man das auswendig hat. Ja, nochmal. Also Kulatein sind 200 Liter. Ein Mut 0,544 Liter und ein Saar 2,176 Liter. So jetzt, was ist, wenn menschliche Urin in eine große Wassermenge gelangt? So, in dieser Angelegenheit gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Hanbalien. Wir haben gesagt, wenn eine Najasa in eine große Wassermenge hineinfällt, okay, dann wird dieses Wasser nur unrein, wenn sich die Eigenschaften des Wassers durch diese Najasa, durch diese Unreinheit verändern. Zum Beispiel, Hundeurin fällt ins Wasser. Okay? Wenn das Wasser eine große Wassermenge ist, also über 200 Liter, und der Hundeurin ist so wenig, dass sich der Geruch, der Geschmack und die Farbe des Wassers nicht verändert, dann bleibt dieses Wasser weiter rein. Wenn sich Geschmack, Farbe oder Geruch aber durch den Hundeurin verändern, dann ist das Wasser unrein. So. Beim menschlichen Urin gibt es eine Meinungsverschiedenheit im Hanbali Madhab. Es wird gesagt, dass der menschliche Urin ein Unterschied ist. Also dass sogar wenig menschlicher Urin, der in eine große Menge Wasser fällt, das Wasser unrein macht. Diese Meinungsverschiedenheit basiert auf dem unterschiedlichen Verständnis des von Abu Huraira überlieferten Hadith, den wir in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim finden, dass der Gesandte gesagt hat, keiner von euch soll ins stehende Wasser urinieren, welches nicht fließt, und sich dann darin waschen. Also in lateinischer Umschrift, La yabulanna hadukum fil ma'i daimi ladhi la yajri thum yagtasilu fi. Das ist die Unterrichtseinheit von heute. Und ich hoffe, dass wir alle davon profitiert haben. Und wir machen das inshallah jetzt weiter. Mach Dua für uns, dass wir es schaffen, diese Serie irgendwann zu Ende zu machen, weil wir haben es jetzt leider schon längere Zeit nicht gemacht. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.